Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, wie läuft ein Skype-Unterricht ab? Vielleicht kennt ihr mich ja schon aus den anderen Gesangsvideos. Mein Name ist Tanja Lewe, ich bin Studioinhaberin, ehemalige Sängerin bei Universal Music. Ich bin Schauspieldozentin, zertifizierte Gesangslehrerin. Und ja, und ich bin hier live aus meinem Studio in Singapur, um euch wirklich die besten Tipps und Tricks zu geben, euch wirklich auf den neuesten Stand zu bringen. Hier gibt es Gesangstutorials, hier gibt es alles Mögliche an Tipps und Gesangsvideos. Stöbert doch mal so ein bisschen rein. Wer selber Lust hat auf Gesangsübungen, der schaut mal am besten rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort biete ich verschiedene Übungspakete an für 13,99 €. Ich selber habe meine Fortbildungen und Ausbildungen mitunter auch online gemacht, via Skype. Das hat 1A funktioniert, und zwar nach New York. Ich habe mich zertifizieren lassen, konnte aber nach New York nicht fliegen, weil ich ja hier mein Studio habe und ich habe hier Schüler. Also ich kann einfach nicht jetzt wegfliegen und sagen, ne, das war's. Deswegen ging es ohne Skype eigentlich gar nicht anders. Und es hat absolut toll funktioniert. Die waren auch, sind super auf einem tollen Stand. Alles ist mit Highspeed-Internet. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt irgendwas verpasst habe. Und ja, ich habe mich zertifizieren lassen und das war absolut klasse. Und ich konnte mit einer der besten und renommiertesten Vocal Coaches arbeiten und mich von dem zertifizieren lassen. Besser geht's eigentlich nicht. Und deswegen ist Skype auch eigentlich so gut, weil du dich vernetzen kannst mit Top-Leuten, die einfach nicht bei dir und deiner Umgebung sind. Gerade in Singapur gibt es nicht so viele renommierte Vocal Coaches. Es gibt hier nicht so viel, Sachen, wie es halt in Amerika gibt, sag ich jetzt mal im Business- oder Marketing-Bereich. Das heißt, ich mache ganz oft Online-Coaching oder vernetze mich ganz oft mit Leuten via Skype und Zoom. Wie läuft eigentlich eine Skype-Stunde bei mir ab? Das erzähle ich euch jetzt. Und zwar, normalerweise buchen die Schüler via meiner Online-Page. Also man geht jetzt auf meine Homepage, dann bucht man da zum Beispiel Online-Lessons. Es gibt einmal Studio-Lessons und Online-Lessons. Und dort gibt es dann ein Paket für 60 Minuten. Und dann buchen die Schüler also erstmal das Paket. Ganz wichtig ist, dass ihr immer guckt, egal bei welchem Coach ihr seid, dass ihr immer diese Zeitzone mit beachtet. Ja, und dann wird erstmal die Stunde gebucht. Und dann treffen wir uns via Skype. Also ich kontaktiere dich dann via deiner Skype-Adresse oder via Zoom. Dann haben wir sozusagen einen Live-Chat und bei Zoom ist es dann gespeichert für dich. Ja, und dann starten wir wie mit meinem ganz normalen Gesangsunterricht. Also erstmal ganz kurzes Kennenlernen, gucken, welcher Stand, an welchem Stand bist du, wie ist dein Niveau, wie ist dein Level. Was ist dein Background? Hast du eigentlich schon Erfahrung? Meistens bekomme ich vorab schon eine Mail von Schülern, die sagen, das und das sind meine Probleme. An diesen Sachen würde ich gerne spezifisch arbeiten. Dann können wir nämlich direkt auch schon in diese technische Problematik gehen und nicht in diesen ganzen Warm-up und Basiskram. Den machen wir natürlich auch, aber manchmal kommen Leute direkt schon mit technischen Sachen. Und meistens bitte ich auch die Schüler, dass sie dann auch schon 2 bis 3 Songs vorbereiten, die wir uns angucken können, mit denen wir arbeiten können. Ja, wir machen also erstmal ganz normal die Atemübungen. Die mache ich hier in meinem Gesangsunterricht auch. Es gibt dazu auch ein Video, und zwar dort spreche ich, wie läuft ein Gesangsunterricht bei mir hier live ab. Das könnt ihr auch auf YouTube sehen, dort sind einige meiner Schüler zu sehen, hier im Live-Gesangsunterricht. Ja, und da machen wir jetzt erstmal ganz normal Atemübungen und verschiedene Übungen. Ja, und dann mache ich Zwerchfellübungen, das mache ich nach wie vor, dass ich dann Staccato-Übungen mache, Zwerchfellübungen, dass wir gucken, wo ist überhaupt das Zwerchfell, wie arbeite ich mit meinem Zwerchfell beim Singen, was für andere Muskeln benutze ich noch, wenn ich beispielsweise singe. Also das ist nach wie vor, und dann machen wir die ganz normalen Warm-Ups am Klavier und ich spiele dort Warm-Ups vor und du singst diese Warm-Ups nach. Und da ist natürlich ein ganz kleiner Delay, das heißt, es ist nicht, es ist nicht 1:1, sondern da ist bei Skype so ein bisschen ein kleiner Delay. Der ist bei Zoom ein bisschen besser, aber bei Facebook Messenger ist er fast sogar noch besser. Ich habe auch FaceTime mal gehabt, also das heißt wirklich alles dabei. Und wir machen also diese Gesangsübungen und die Person oder der Schüler singt dann die ganz normalen Gesangsübungen nach. Dann machen wir eine Analyse und gucken, wo stehst du eigentlich, wo sind deine Defizite, in welche Register befindest du dich, an was müsstest du arbeiten, wie ist dein Stimmverschluss, wo sind deine Problematik innerhalb von diesen Warm-Ups. Das gibt mir noch eine Möglichkeit, immer zu schauen, wo steht jetzt gerade der Schüler und was bräuchte er, was können wir jetzt als nächstes machen, akut zu dem Thema. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe,
oh, du hast aber einen ziemlich dollen Bruch jetzt hier, dann machen wir gleich dementsprechend auch eine Übung, um diesen Bruch so ein bisschen, um entgegenzuwirken. Beim ersten Unterricht hat man durchaus Aha-Momente und man hat so, oh, endlich habe ich es verstanden, ich verstehe endlich, was ich falsch mache, aber deine Muskeln brauchen ein bisschen Zeit, um das abzuspeichern, also um diese Koordination abzuspeichern. Erwarte also nicht gleich beim ersten Mal, dass du direkt wie Whitney Houston sehen kannst. Auf keinen Fall, aber du kannst schon erwarten, dass du mit mehr Information rausgehst, mit mehr Aha-Wissen, dass du dann, dass die eine oder andere Übung durchaus besser war und dass diese Übung dir auch zu deinem Durchbruch geholfen hat, bei jetzt zum Beispiel so einer ganz hohen Note, die du immer singen wolltest. Ja, und dann geht es zu der Songarbeit. Also genauso wie bei meinem Gesangsunterricht geht es dann auch zu der Songarbeit. Die Schüler haben dann meistens schon vor Ort Karaoke-Versionen, die sie sich rausgesucht haben. Und dann arbeiten wir und analysieren und gehen den ganzen Song durch. Vokalmodifizierung, also jegliche Arbeit, die du dir eigentlich vorstellen kannst, findet dort statt. Ganz genauso wie bei einem Unterricht hier. Das heißt, die Schüler singen dann die Songs, die sie vorbereitet haben. Wir gehen halt diese Songs die ganze Zeit durch. Und gucken, wie wir halt diesen Song optimieren können und woran wir halt eben arbeiten können. Und je nachdem, ob das regelmäßige Schüler sind, gibt es natürlich dann individuelle Hausaufgaben. Das heißt, der Schüler bekommt regelmäßig Übungen, die er machen soll, weil sonst bringt es ja nichts, ne? Die Schüler haben meistens auch eine Mappe oder ein kleines Büchlein, wo sie dann ihre eigenen Übungen reinschreiben. Also auch hier vor Ort hat jeder Schüler eine Mappe. Dort hat er die ganzen Songtexte. Wir machen vor Ort Challenges, das machen wir online nicht. Das machen wir immer hier vor Ort. Aber ja, also das. Ja, und wenn es dann zum Beispiel eine Schülerin gibt, die jetzt einen ganz bestimmten Song hat, den sie jetzt erarbeiten möchte, dann wird es beispielsweise, möchte sie jetzt irgendwie eine hohe Note belten und das kriegt sie nicht hin, dann ist das natürlich der Fokus mitunter in der Stunde. Natürlich nicht nur alleine, weil ich möchte den Unterricht flexibel gestalten. Mir ist es extrem wichtig, dass der nicht monoton und lahm ist oder langweilig. Und für mich ist es so, ich kann zum Beispiel an einem Song die ganze Zeit arbeiten, ich hätte damit kein Problem. Aber ich weiß, dass viele gerne eine Abwechslung wollen, weil nicht jeder will jetzt hochprofessionell. Viele machen das ja auch aus Spaß und dann möchte man so ein bisschen Abwechslung reinbringen und das machen wir auch. Für die Schüler natürlich ist es super bequem, weil sie halt im Pyjama noch den Unterricht machen können. Und ich kann dann auch halt in meiner Jogginghose sitzen, sage ich jetzt mal so. Tue ich aber nicht, sondern ich habe eine ganz normale Leggings an. Also besser als eine Jeans allemal, aber sag ich jetzt mal, es ist halt trotzdem bequem für beide. Ne? Für mich ist es halt auch bequem, aber für mich ist es auch so, also für mich ist die Nähe der Schüler genauso wichtig wie die Nähe der Schüler online. Also man will halt gucken, dass man in einer Stunde so viel wie möglich schafft, weil nicht jeder kann sich Skype-Unterricht leisten, nicht jeder kann sich auch Gesangsunterricht leisten und dementsprechend versuche ich schon so viel Information wie möglich zu geben. Ja, je nachdem, wie dein Internet ist, kann es auch nicht so toll sein. Ich hatte auch Skype-Unterricht, wo die Lautsprecher nicht so gut waren, wo ich den Schülern nicht so doll gehört habe, optimal gehört habe. Kontaktabbruch hatte ich jetzt nicht gehabt. Also ich hatte jetzt nicht das, wo man jetzt fünfmal aneinander anrufen musste. Das ist wirklich steinzeitmäßig. Aber ich hatte schon das größere Manko, was ich erlebt habe, ist, dass ich die Schüler nicht die ganze Zeit sehen konnte. Also entweder sehe ich immer deren Körper, aber sehe deren Gesichter manchmal nicht. Also wichtig ist, dass wenn du eine Skype-Stunde buchst, dass du dich trotzdem hinstellst und dass du irgendeinen vernünftigen, weil meistens sieht es dann so aus und dann haben wir natürlich alle nichts von. Und dann meistens setzen sie sich hin und dann funktioniert es hier aber nicht alles richtig. Dann können die Schüler nicht vernünftig atmen. Also wichtig ist schon, dass man den Schüler sehen kann, dass man sich gut und verständlich hört. So, der Satz hat total lang gedauert. Also ich war richtig hier, ne? Ich habe schon gedacht, ich mache gleich mein Abitur wieder auf Deutsch anstatt auf Chinesisch. Ja, und bei jedem Unterricht baue ich dann verschiedene Sachen ein. Das heißt, bei regelmäßigen Skype-Schülern beispielsweise arbeiten wir natürlich an deren Problemen, aber die bekommen immer jede Woche eine neue Lektion. In der einen Woche gehen wir mal so Richtung mehr Riffs and Runs durch. In der anderen Woche sprechen wir mehr über Twang. In der anderen Woche geht es mehr um verschiedene Vokale, wie man die modifiziert. In der anderen Woche geht es mehr um Atemtechnik. Das heißt, der Unterricht muss ja vielseitig gestaltet werden. Du möchtest ja eine Bandbreite an Informationen bekommen und deswegen versuchen wir natürlich, oder ich versuche, ja, und so sieht das aus.
Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Dann beantworte ich sie euch super, super gerne. Und lasst mich doch wissen, wie ihr den Skype-Unterricht findet oder wie ist es für euch so online. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Und wenn ja, wie war es so für euch? Und wenn nein, wenn ihr das nicht ausprobieren wollt, was hindert euch daran? Und ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Hier nochmal im Anschluss, wie läuft ein Gesangsunterricht bei mir hier im Studio ab? Und ich hoffe, ich sehe euch diesen Sommer in Deutschland. So, liebe Grüße und bis bald. Muah.